ESTV, Videos aus der Region. Das ist Emanuel Kober vom MTV Stuttgart und er ist Trampolinturner. Auch Melina Meyer vom TB Ruid wartet gerade darauf, ihre Übung am Trampolin turnen zu dürfen. Wir sind in Ruid, wo der TB die württembergischen Meisterschaften im Trampolinturnen austrägt. Aber was ist das Besondere am Trampolinturnen? Ja, Trampolin ist eine einzigartige Sportart, also man macht viele unterschiedliche Sachen da. Und ich finde es einfach toll, wenn man einfach in der Luft fliegt und neue Elemente ausprobieren kann und dann natürlich am Schluss auch das sich durchtun, was man sich auch vornimmt. Um die 10 Meter stehen die Springerinnen und Springer in der Luft bei den Übungen. Doch wie orientiert man sich? Wir haben immer vorne an der Matte die Mattenkante als Fixierpunkt, an der orientieren wir uns, dann wissen wir, wann wir ins Tuch eintauchen und wann wir wieder rausspringen. Und in der Luft ist meistens hell und am Boden ist meistens dunkel, sodass wir zwischen hell und dunkel einfach die Orientierung behalten können. Knapp 20 Sekunden dauert die Übung auf dem Trampolin und enthält verschiedene Elemente, wie die von Melina. Doppelsalz mit 1,5 Schrauben und danach so mehrere Doppelsalz aneinander. Und die Schwierigkeit ist eigentlich, dass ich den Überblick behalte und nicht irgendwie rauskomme oder so. Nun gibt es beim Trampolinturnen die Pflicht und die Kür. Doch was ist dabei der Unterschied? Eine Übung bei uns besteht immer aus 10 Teilen. In der Pflicht sind die Sprünge vorgegeben, in der Kür können die frei gewählt werden. Das ist der Unterschied. Und dann ist auch der Unterschied, dass in der Pflicht nur die Haltungsnote bewertet wird und die Höhe und in der Kür kommt dann noch die Schwierigkeit dazu. Bewertet werden die Übungen von den Punktrichtern. Und worauf achten Sie? Es hat insgesamt 3 Aspekte. Zum einen mal die Haltung an sich, also die Ausführung, wie man zum Beispiel eine Position turnt, wie man eine Öffnung turnt, wo man sich auf dem Gerät befindet. Die zweite Variante ist die Schwierigkeit, das heißt also jede Saldo-Rotation wird bewertet und jede Schraubenrotation. Und das dritte Element ist die Time of Flight, das heißt also die Höhe, die Zeit, die man in der Luft ist. Die Übungen erfordern jahrelanges Training. 5 bis 6 Mal in der Woche stehen die Athleten dabei auf dem Trampolin. Emanuel ist in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und seine Ziele für die Zukunft sind klar. Olympia ist das Fernziel Nummer 1 auf jeden Fall. 2020 in Tokio ist mein Ziel. Davor gibt es die WM dieses Jahr im November. Und mal schauen, ob ich da auch antreten kann, um mich dann sauber auf die Olympischen Spiele vorbereiten zu können. Anders ist es da schon bei Melina. Also ich bin jetzt dieses Jahr im Bundeskader gekommen und mein großes Ziel ist auf jeden Fall, das zu erhalten. Und dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft oder Juniorenweltmeisterschaft in Bulgarien und es wäre schon mega cool, wenn ich da irgendwie teilnehmen könnte. Bei den württembergischen Meisterschaften belegte Melina am Ende den 3. Platz. Emanuel konnte sich den Titel hingegen sichern. ESTV, Videos aus der Region.